Willkommen Leute zur nächsten Folge von Minecraft Attack 2. Und ja, ich habe ein bisschen weitergebaut offscreen. Ich bin dazu gekommen, hier mal die Mauer ein bisschen voranzutreiben. Ich kann ja mal kurz das von außen zeigen. Ich werde jetzt ja auch in der Folge nicht dran weiterbauen. Ich habe das jetzt einfach mal bis hierhin durchgezogen und ja, kann euch auch nochmal zeigen, wie es bis dahin so aussieht. Oh hier, sowas will ich aber dann nicht drin haben. Da setze ich immer gerne noch Steine rein. Und ja, hier sowas ist natürlich auch nicht so schön. Okay, ja, auf jeden Fall geht das hier so den ganzen Berg lang. Ich weiß gar nicht, wo ich stehen geblieben war letztes Mal. Ich glaube, irgendwo so hier mittendrin. Und jetzt ist das eben alles durchgehend fertig. Und ja, wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, so eine Stunde weiterspielen würde, würde ich bestimmt auch bis da hinten hin noch irgendwo kommen. Aber ja, da hätte ich noch lange nicht die ganze Stadt mit Streetmasters Grundstück und so weiter. Das würde ewig dauern und ja, deswegen werde ich das auch nicht fertigstellen können. Tut mir leid, und irgendwann wird mir auch der Cobblestone ausgehen, ja, das sehe ich auch schon kommen. Und wenn das dann der Fall ist, dann, ja, das wäre schon ein bisschen heftig und keine Ahnung. Naja, deswegen habe ich mir jetzt gedacht, komm, ich höre jetzt auf. Ich kann der Streetmaster mal fragen, da will er noch einen Livestream machen, vielleicht macht er das ja noch, wenn er Lust hat, zumindest ein bisschen weiter. Ja, zumindest, dass es dann, dass der Rahmen ausgefüllt ist, den Delahead vorgezeichnet hat. Ich weiß ja nicht, wie weit er noch geht, aber das soll jetzt eigentlich auch nicht Thema der Folge sein, denn heute möchte ich was anderes machen. Und zwar möchte ich meine ganzen Setzlinge zusammensuchen und hier in der Stadt noch ein paar Bäume pflanzen, ja. Das ist so ein kleines Anliegen, was ich noch habe, weil das sieht mir sonst hier alles sehr, sehr leer aus irgendwie. Und ja, ich wäre eigentlich dafür, dass das hier mal alles wieder ein bisschen begrünt wird. Und ja, da müssen wir eben gucken, dass das hinhaut und... Da gucke ich mal, dass ich genug Bäume finde. Oder Setzlinge erstmal. Und ja, ich gehe erst nochmal schlafen, damit es hier wieder Tag wird. Ich kann ja nochmal gucken, eventuell auch bei anderen Spielern, ob die noch Setzlinge haben. Das ist ja, denke ich, nicht so schlimm, wenn ich die nehme. Es ist ja für die Stadt, ja. Muss man ja auch mal so sehen. Naja, auf jeden Fall habe ich heute eigentlich auch ein Thema. Und zwar wollte ich darüber reden, ob jetzt eigentlich 6 oder 8 Stunden Schlaf besser sind. Oder irgendwie sowas wird im Titel stehen. Ist eigentlich immer ganz interessant. Also ich komme eigentlich mit 6 Stunden manchmal auch aus, so 6,5 Stunden. Aber meistens ist es dann doch besser, wenn man mal länger schläft. Also ja, jetzt lange würde ich nicht durchhalten, nur mit 6,5 Stunden Schlaf, sage ich mal. Also so, wenn ich das 3 Wochen machen würde am Stück, dann wäre das doch schon ein bisschen anstrengend. Zwischendurch braucht man dann eben mal ein bisschen länger. Einfach um bei Kräften zu bleiben oder so, ja, muss ich ja sagen, und naja, das ist natürlich so eine Sache, ist sicherlich bei jedem Menschen anders, manche können ja auch mit 4 Stunden Schlaf dauerhaft leben, aber das ginge bei mir überhaupt nicht, das würde ich echt nicht hinkriegen, also wenn ich einmal 5 Stunden schlafe zwischendurch, da kann ich schon den ganzen Tag nicht wach sein, richtig, ja, das ist schon richtig schlimm. Und 4 Stunden kann ich mir nicht vorstellen, wenn du das 2 Nächte hintereinander machst, da fällst du doch aus den Pantoffeln, so. Also keine Ahnung, das kann ich mir echt nicht vorstellen auf Dauer. Oder sogar nur einmal, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal nur 4 Stunden in der Nacht geschlafen habe. Also bestimmt, doch, hatte ich schon mal, aber das ist glaube ich 2 Jahre her. und naja, das ist natürlich dann schon eine große Zeitspanne. Vergangen ist. Und naja, so, ich baue jetzt ja auch erstmal den Baum noch ab. Weil ich finde, der kann hier weg. So, Moment. Da oben. Ja, da muss ich mich mal kurz hochstecken. Müssen wir hier eben gucken, ne, wie wir hier klarkommen. So, Moment. Das auch noch. Und ja, was kann ich sagen? Also, 8 Stunden sind manchmal schon wesentlich angenehmer, aber irgendwie... Kommt es mir auch so vor, als wäre es dann ein bisschen zu viel schon wieder. Also so 8 Stunden, meistens komme ich damit gar nicht zurecht, weil ich dann den ganzen Tag so schläfrig bin und so. Ne? Fällt mir zumindest so auf, weil es ist wirklich so, dass man dann so eine bestimmte Grenze noch nicht überschritten hat. Also wenn es dann zum Beispiel 9 Stunden wären, dann ist es wieder okay. Aber so bei 8 Stunden ist es dann meistens immer so ein bisschen... problematisch, das ist irgendwie noch zu wenig dann oder so. Ich weiß nicht, ich kann dann auch meistens gar nicht erst aufstehen und braucht dann irgendwie 5 Stunden zum Wachwerden oder so. Das ist richtig komisch. Und
Ja, keine Ahnung, finde ich immer sehr nervig. Weil man schläft ja immerhin länger, als wenn man jetzt zum Beispiel 6,5 Stunden schläft. Dann habe ich nicht so eine Probleme. Das verstehe ich ja halt teilweise nicht. Dann bin ich zwar auch, ja, jetzt sage ich mal, müde, aber es ist dann nicht so schlimm. Keine Ahnung, ich kann das nicht so richtig erklären auch. Es ist halt wirklich komisch, also muss ich ja sagen. Moment. Ich gehe erstmal hier hinten hin. Oh, Alter. Ich bleib schon mir nur in den Blöcken hängen, das hasse ich. So, hier würde ich jetzt vielleicht ja auch den einen oder anderen Baum hinsetzen. Und hier auch. Mal gucken. Naja, auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht. Es ist eine schwierige Sache sicherlich. Und kann ich nicht so richtig benennen tatsächlich. Also. Vielleicht habt ihr ja eine Erklärung dafür, ich weiß ja nicht. Vielleicht geht es ja anderen auch so, dass es dann eben so eine bestimmte Schwelle gibt, ab der es dann wieder besser ist. Also uns. Ja, aber das Komische ist ja, dass es auch davor besser ist. Also wirklich, so bei 6,5 Stunden geht es mir besser, als wenn ich 8 Stunden schlafe. Das ist richtig komisch. Und das habe ich auch schon öfter beobachtet. Das war nicht irgendwie nur einmal, sondern ich habe da wirklich schon öfter mal so ein bisschen drauf geachtet. Und das ist wirklich so. Also, das wundert mich halt jedes Mal wieder, wenn das so passiert. Und keine Ahnung. Naja, ist auf jeden Fall so eine Sache für sich. Vielleicht können irgendwelche Schlafwissenschaftler das feststellen. Keine Ahnung. So. Naja, viel mehr gibt es aber eigentlich auch nicht zu sagen. Ich wollte das nur mal so ein bisschen ansprechen. Das Thema hatte ich jetzt auch schon länger im Kopf. Aber heute hat es eigentlich ganz gut gepasst. Ich weiß nicht, ich spreche jetzt so ein paar Themen an in den letzten Tagen, die ich auch schon etwas länger auf der Liste habe, die ich mir so ein bisschen aufheben musste, weil immer irgendwelche anderen Themen dazwischen kamen, so, und irgendwie kam ich dann nicht so richtig dazu, das hier anzusprechen. Naja, war dann eben so. Kann ich auch nicht ändern. So, ich würde hier auch nicht zu viel pflanzen. Ein bisschen weiter verteilt, würde ich mal vorschlagen, wäre eigentlich das Beste hier. So ungefähr. Vielleicht hier auch noch in der Nähe von dem komischen Ding. Obwohl, na, ich weiß nicht. Ja, hier vielleicht auch schon nicht mehr, ne? Hier wollte ich so ein bisschen frei halten für die Stadt. Vielleicht hier noch einen Baum, so einen vereinzelten. Hat man ja in der Stadt manchmal, ne? Aber hier würde ich gar nicht so viel machen. So, Erde habe ich noch dabei. Da kann ich das mal hier. Ach du Scheiße. Lol. Ich dachte, sie sind aggressiv auf mich. Dabei auf das Schaf. Alter. Das war ja jetzt mal richtig scheiße. Haben wir sich richtig erschreckt. Also ich in dem Fall. So, Moment. Hier könnte man auch noch Erde hinsetzen. Habe ich eigentlich jetzt welche in der Chalkerbox? Das weiß ich gar nicht. Moment. Ja. Schlau wie ich bin, habe ich das gemacht. Gut. Okay, Moment. Da noch. Ja, dann würde ich sagen, wäre es das eigentlich. Ah, ne, wäre es das noch nicht gewesen, Alter. Ich bin schon wieder ein bisschen zu früh gerade. Ein bisschen zu ungeduldig. Bisschen haben wir noch. Jetzt habe ich schon wieder das Wort bisschen viel zu oft gesagt. Das nervt immer. Also mir fällt das dann immer auf und ich kann das immer nicht leiden dann. So. Ja, hier vielleicht nochmal so vereinzelt was. Das wird auf jeden Fall passen. Also hier scheint es mir sehr sinnvoll. Weil hier ist so wenig. In der Nähe von Delaheads Haus auch. Ich weiß nicht. Da kann auf jeden Fall noch was hin. Vielleicht auch da noch. Ah, ich bin mir nicht sicher. Man weiß halt vorher nie, wie es dann im Endeffekt wirklich aussieht. Und naja, das ist immer so ein bisschen schwierig abzuschätzen. Was sieht dann am besten aus? Keine Ahnung. Scheiß Creeper die ganze Zeit, ey, die gehen mir richtig auf den Sack. So. Oh, gleich gewachsen. Ich wollte irgendwie so ein Thumbnail machen, deswegen stehe ich ja so wieder so rum. Oder sowas hier. Wäre eigentlich auch ganz cool. So, Trankeffekt sollte nicht mit drauf sein. Okay, dann würde ich sagen, wäre es aber jetzt gewesen von der Folge. Ich verabschiede mich, haut da rein, bis zum nächsten Mal. Und ja, schreibt mal eure Meinung dazu, ne? Wie gesagt, immer gerne gesehen bei solchen Themenfolgen.
Ja, zumindest bei solchen Sachen, wo ich auch so ein bisschen dann mal frage, so, ne? Also, keine Ahnung. Das ist ja schon von Mensch zu Mensch unterschiedlich und da ist es interessant, das auch mal von anderen zu wissen, so. Und hat das Streetmaster heute gebaut? Das kann sein. Das hatte ich eben nämlich in die Kommentare geschrieben. Lol, da hat er wahrscheinlich direkt danach das aufgenommen. Naja, ist für euch sowieso schon länger her. Gut, dann jetzt, tschüss.